Herzlich willkommen zum neuen Video von Bike & Tools. Heute möchten wir mit euch über das Thema Sattel reden, was man beachten muss und warum es oft Probleme gibt, beziehungsweise wie man dann diese lösen kann. Meistens gibt es die Probleme im Gesäßbereich, das heißt, der Fahrer sagt mir, mir tut der Hintern, also pauschal einfach mal weh, sprich man hat so eine Art Entzündungsschmerz nach längeren Fahren und es ist einfach unangenehm, dann vom Fahrrad abzusteigen oder auch wieder aufzusteigen und manche haben auch mehrere Tage noch was davon. Liegt meistens daran, Roffitz, glaube ich, musst du ein bisschen zu mir herkommen. Wir haben jetzt hier mal einen beispielhaften Sattel genommen. Die Standardsättel, gerade in den Sportradbereich, haben das Problem, sie sind a, relativ schmal und b, an den Seiten fallen die relativ schnell ab. Das heißt, ich sitze mit meinem Becken irgendwo hier und habe natürlich dann extrem viel Auflageposition mit meinem Körper, mit meinem Popo, was dann zu diesen Schmerzen führt. Die meisten Hersteller haben da jetzt mittlerweile schon darauf reagiert und haben verschiedene Formen gebaut, sprich wir haben Mountainbike-Sattel, Trekking-Sattel und auch so City-Comfort-Sattel und man erkennt hier schon, die Sattelbreite wird immer größer, ne? Also sprich, wenn man, das kann man hier ganz gut erklären, umso sportlicher ich sitze, umso weiter nach vorne, umso schmäler wird dieser Auflagepunkt von meinem Becken oder beziehungsweise von meinen Sitzhöckern, umso aufrechter ich sitze, umso breiter wird dieser Abstand. Und deswegen braucht man natürlich einen etwas größeren Sattel. Darauf haben die Standardhersteller der Sattel schon mal sehr gut reagiert. Auf was muss man noch achten? Es ist auch wichtig, der Winkel des Sattels. Bei einem normalen Sattel sagt man in der Regel, der Sitzbereich, siehst du das, Roffi? Sollte mit der Nase in der Regel parallel sein oder leicht nach unten gesenkt. Problem ist, wenn der Sattel, sage ich mal, mit der Nase nach oben geht, man reibt sich am Schambereich oder dergleichen auf. Dann gibt es natürlich immer wieder diese Diskussion oder das Thema, denn ich brauche einen ganzen weichen Sattel. Das Problem an einem ganzen weichen Sattel ist auch dann wieder, der kann auch dann die richtige Größe haben. Problem ist, man sinkt relativ leicht ein, auch über die Zeit der Fahrt. Das heißt, auf einer kurzen Fahrt von 5 bis 10 Kilometer ist so ein weicher Sattel mit Sicherheit ganz cool. Auf längeren Fahrten ist es besser, wenn er härter ist, weil ich habe dann nicht wieder das Problem mit dem Einsinken und damit habe ich wieder mehr Körperkontakt auf dem Sattel. Also wichtig an sich ist eigentlich immer das Thema, so wenig wie möglich Kontakt zum Sattel haben, dann werde ich immer schmerzfreier. Auch da natürlich dann nochmal das Thema Breite nicht zu vergessen, weil viele das Problem haben dann auch, ich reibe mir die Schenkel auf oder mir schlafen die Sachen ein oder noch ganz andere Sachen. Das ist dann oft so, dass ich mir die Venen abdrücke, also sprich hier drinnen im Innenschenkelbereich und dann werden meine Füße pelzig oder auch eben der Genitalbereich schläft ein. Deshalb ist auch diese Sattelbreite so wichtig. Und da kommen wir jetzt mit einem anderen Hersteller in Verbindung. Das ist die Firma Escolab und den möchte ich euch mal kurz vorstellen. Die Firma Escolab hat hier ein ziemlich geiles System. Man sieht es von der Seite schon mal her. Der Sattel hat quasi Stufen drinnen. Die helfen mir, schon mal gewisse Kontaktpunkte gar nicht mehr zu berühren, die ich bei einem normalen Sattel habe. Und sie arbeiten mit einem sehr flachen Sattel. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier sieht. Der ist an sich mehr oder weniger gerade. Dadurch habe ich dieses Abfallen des Sattels nicht, das seitliche, und damit natürlich auch schon wieder hier Kontaktpunkte vermieden. Und sie arbeiten mit verschiedenen Sattelbreiten. Das heißt, den Sattel XY von Escolab gibt es in 4, 5 verschiedenen Breiten. Dadurch können wir den Sattel optimal abstimmen auf den Kundenwunsch oder auf den Fahrer. Alle weiteren Details, wie das ganze System funktioniert, wie man den Sattel richtig montiert und einstellt und welcher Sattel für euch der beste ist von Escolab, das seht ihr im zweiten Teil. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bleibt gesund, bis bald, euer Bernd. Ciao.